Deadzone am Mikrofon, heute mit einem Video von unserem CSI oder CI-16 Unterschlupf. Und zwar gibt es hier eine verschlossene Tür, die wir nicht aufschließen können, da wir ein Zahlenschloss benötigen. Hierzu müssen wir eine Zahlenkombination finden. Diese findet ihr in diesem Raum. Ihr geht erst hier links rein, schaut euch dieses Papier an und lest diesen Text. Zahlen gelb markiert sind zwei Codezeilen, das ist zweimal die 1. Die behalten wir im Hinterkopf und suchen den nächsten Hinweis. Diesen findet ihr direkt hinter der Hinweistafel in diesem roten Raum bei der jungen Dame hier. Und zwar hier rechts direkt. Und zwar 5-3. Also es geht hier um John F. Kennedy, der wurde erschossen. Und hier steht der fünfte Stock. Und dass drei Schüsse abgefeuert wurden. Und den letzten Hinweis, den findet ihr nun direkt bei dieser Tür. Und zwar liegt hier am Boden ein Dokument. Da steht 1962, davon ist die 2 markiert. Und zwei Telefonate zwischen der russischen und kubanischen Botschaft, also zweimal die 2. Kombinieren wir nun diese Zahlen, erhalten wir 1, 1. Von dem Zettel aus dem blauen Wendenraum, wo wir zuerst waren. Dann der Zettel, der hier am Boden lag, mit zweimal der 2 und hinten aus dem Raum 5 und die 3. Wie euch jetzt auffällt, geht das Schloss nicht auf. Das liegt an einem Fehler, weil in der USA ist der fünfte Stock der sechste Stock, bei uns in Deutschland der fünfte Stock. So, wenn jetzt hier also der fünfte Stock steht, da wir in Deutschland sind, müssen wir das Ganze eine Zahl höher drehen. Da es in Amerika bzw. in England mit der 6 ist. Dann öffnet sich dieses Tor und ihr könnt hineingehen und diesen Secret-Raum erkunden. Hier ist jetzt nicht so viel Besonderes, außer ein paar Gerümpelsachen und ein kleines Lager. Allerdings gibt es hier hinten einen Computer zum Benutzen und ein Arcade-Game. Jetzt schauen wir uns kurz den Computer noch an. Ich habe gehört, man soll hier das Wort eingeben, was irgendwas erscheinen lässt, und dieses Wort ist Zork. Das ist ein großes, wo ist es, ein Z, dann ein O, ein R und ein K, also Zork. Wie Sie sehen, passiert nichts. Dann habe ich mich getäuscht und es war vielleicht der falsche PC. Allerdings habe ich gerade ein Geräusch gehört. Ich weiß es nicht. Wollt ihr ein bisschen Arcade-Gaming spielen, geht an dieses Gerät und sucht euch ein Spiel aus. Hier habt ihr die Wahl zwischen ein paar richtig coolen Oldschool-Games, die vielleicht dem ein oder anderen Spaß machen und helfen, die Zeit zu vertreiben. Also, wie gesagt, hier sollte man eigentlich Zork eingeben. Ich weiß allerdings nicht, man kann ja hier nicht groß und klein eingeben. Ah, okay. The Great Underground Empire. Copyright 1909. All rights reserved. Zork is a registered trademark of Infocom Inc. Vision Serial Number West of House. You are standing in an open field. Du stehst in einem offenen Feld. West of the White House. Westlich von einem weißen Haus. With a boarded front door. Mit einer geschlossen von da. Der ist small mailbox hier. Okay, Mailbox, vielleicht kann man ja schreiben. Hallo. Oh, die schreibt. Okay, sie antwortet. Ich frage mal. Einmal kurz noch. What? To. Do? Okay, was soll man machen? I don't know the word do. Okay. Dann fragen wir mal, wer da mit uns redet. Who are you? I don't know the word who. Okay. What? I don't know the word okay. Dann geben wir nochmal Zork ein, bevor ich dieses Video beende. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und der Raum mit Arcade Games wird euch ein bisschen Spaß machen. Vielleicht bringt er mir ja noch einen Tee, wenn ich Tee eingebe. Okay, er kennt auch nicht das Wort Tee. So, also, dieser Raum
ist dann eurer. Und ja, wie gesagt, falls ihr mal ein bisschen Luft schnappen wollt zwischen den ganzen Missionen, geht rein, spielt ein paar Arcade-Games und habt einfach eine coole Zeit. Das war's von mir. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben oder abonniert meinen Channel für upcoming Videos. Bis bald, Leute.